Hallo liebe Freunde, herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute stelle ich euch meine Top 7 der Bösewichte in König der Löwen vor. Wenn ihr by the way keine Videos mehr zu diesem Thema verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und in der Videobeschreibung findet ihr eine Playlist mit einigen Videos zu den Filmen und zu den Charakteren, wie zum Beispiel einem Interview mit der deutschen Stimme von Shenzi, Hella von Sinnen. Außerdem gibt es zurzeit jeden Abend einen Zeichenstream, bei dem ich meinen eigenen Comic zeichne. Also schaut da auch gerne vorbei. So, kommen wir zum heutigen Thema. Wir wollen Jaziri mal daran erinnern, was jemandem passiert, der sich in unserem Teil des Schattenlandes verirrt. König der Löwen steckt voller Bösewichte. Aber wer ist jetzt nun eigentlich der Schlimmste? Heute stelle ich euch meine Top 7 vor. By the way, bitte fragt mich nicht, warum es genau 7 sind. Es hat keinen bestimmten Grund. Ich habe mir einfach ein paar Bösewichte rausgesucht. Und es sind dann insgesamt eigentlich 7 geworden. Die Fische im See schmecken großartig. Ich würde sagen, wir bleiben. Es sei denn, du bist scharf auf einen Kampf. Komm schon, hier. Auf Platz 7 haben wir Maku. Dieser gilt als einer der Hauptantagonisten in der ersten Staffel von der Garde der Löwen. Er ist der Anführer der Krokodile und belagerte mit ihnen zusammen einige Wasserquellen. Außerdem nahm er Nala als Geisel, um Kion unter Druck zu setzen. Sehr richtig, Kion. Hau ab! Der neue Anführer der Krokodile lässt sich von niemandem was vorschreiben! Janja! Auf Platz 6 haben wir Janja. Die Hyäne galt bis zur Staffel 3 als einer der Hauptantagonisten. Außerdem war er der Anführer eines kleinen Hyänenclans im Schattenland. In Staffel 3 wechselte er dann die Seiten und schloss sich Shasiris Clan an. Kion? Was machst du denn hier? Ich will dir helfen. Naja, wenn du meinst. Ushari, jetzt! Die Schlange Ushari belegt Platz 5. Er ist nämlich für Kions Narbe verantwortlich und noch dafür, dass Scar zurückkehren konnte. Tolle Idee, wir brauchen schon König! Niemand, lalalala! Auf Platz 4 haben wir die Hyänen Shenzi, Banzai und Ed. Sie sind die Handlanger von Scar. Sie unterstützten Scar dabei, seinen Bruder zu stürzen und sollten eigentlich den kleinen Simba töten. Ja, seid bereit! Wir sind immer bereit! Für was? Für den Tod des Königs! Wieso, ist er krank? Nein, du Null, wir bringen ihn um. Und Simba auch. Kommen wir zu den Top 3. Du hast sie gerettet? Warum? Ich bitte ergebenst, ein Mitglied deines Rudels zu sein. Nein, du kommst aus dem Schattenland, du wurdest verbannt. Auf Platz 3 befindet sich Kovu. Dieser sollte Simba töten und Scars Nachfolger antreten, wechselte dann aber die Oder Seiten. Oder soll ich für ein Verbrechen büßen, das ich nicht begangen habe? Sira, Simba. Auf Platz 2 haben wir dessen Mutter Sira. Sie war die Drahtzieherin dieses Plans und bildete Kovu dazu aus. In ihrem Wiegenlied erklärt sie, wie sie vorhat, die Macht wieder an sich zu reißen. Ich höre Simbas Todesschrei. Dieses Lied kann meiner Meinung nach sehr, sehr gut mit Be Prepared mithalten. Scar. Auf unserem Platz 1 haben wir den einzig wahren Bösewichten, nämlich Scar. Denn zumindest für dieses Video ist es eine Meisterleistung, seinen eigenen Bruder zu ermorden, seinen Neffen ermorden zu wollen und ein komplettes Land gegen den Karren zu fahren. Dennoch ist Scar einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Film. Also deshalb verdient Platz 1. Was denkt ihr zu meinen Platzierungen? Stimmt ihr mir zu? Oder seht ihr das komplett anders? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und diskutieren wir darüber. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!